Servus Leute, willkommen zurück zu The Baker Family alias Resident Evil 7. Und wir spielen Mia, sind an Bord des Schiffs und wir haben nur 2 Schuss Munition, weil wir nicht mehr gefunden haben. Das wird jetzt also ein bisschen interessant. Ich weiß mir auch noch gar nicht, was wir hier eigentlich machen müssen. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen, das ist mein allergrößtes Problem. Ich weiß nur, hier laufen dumme Viecher rum. Ich meine, ich kann jetzt die Kisten aufmachen mit der Pistole, aber das bringt mir ja auch nichts. Habe ich eine Karte eigentlich von dem Gebiet? So. Da brauche ich eine Flüssigkeit da oben rechts. Da brauche ich einen Schlüssel. Da ist der Speicherraum. Da ist eine Leiter, eine Treppe in der Mitte. Komme ich da hin? Geht's da vielleicht weiter? Ich will nicht dagegen schießen, weil das ist dumm. Ich habe nur 2 Schuss. Ja, mal hier runter. La 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 la, ihr lasst mich bloß in Ruhe, okay? Okay, so viel dazu. Und nu? Der Aufzug vielleicht, aber der ist doch zu. Jetzt bin ich dezent überfragt, wo es weitergeht. Es ist nicht wirklich hilfreich gewesen jetzt, verdammt. Und ich glaube, das ist das Finale. Ich glaube, danach geht es nicht wirklich weiter. Gibt es hier drin vielleicht irgendwas, was mir weiterhilft? Nicht. Eine Mehrzwecksicherung. Okay, doch, das bringt mir was. Ich hätte meine beiden Kugeln dafür opfern müssen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so tragisch. Das ist, glaube ich, ganz okay. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? In dem ganzen Raum. Auch in der Waschmaschine nicht? Doch da. Maschinengewehr-Munition. Ich hab doch keine Maschinengewehr. Ich hab doch nur eine Pistole, Mann. Ich hab Pistolenmunition. Flüssige Chemikalie. Nischt. Das ist. Cool. Ich kann gar nichts machen, weil ich alle nicht genug habe. Was für ein Blödsinn. Egal, wir haben eine Sicherung. Mit der Sicherung können wir da vorne, glaube ich, irgendwas machen. Mamma mia! Mach's Tür schon zu! Mach's Tür schon zu! Toll, jetzt steht er um die Ecke. Das ist nicht. Ist jetzt in der Tür festgebackt oder was? Die Tür geht nicht zu. Leck mich doch am Arsch. Ey, okay, weißt du was? Fuck off, ich muss vorbei. Tschüss, du Heslon. Du Licker für Arme.
Mein Handy eigentlich bimmelt zwischendurch gerade, das kam mir so vor. Ja, tatsächlich. Okay, gut. So, musst du mal ganz kurz antworten. Das ist sonst unnötig, wenn es nicht tut. Ich hatte erst überlegt, es nicht zu tun. Es nicht zu tun? Toll. Und nu? Aber ja. Es ist unnötig, wenn es nicht tut. Also habe ich es schnell gemacht. Das ist aber jetzt ein bisschen doof. Ah, jetzt renne ich hier durch, okay. Das war eben noch zu, glaube ich. Und ich habe die Tür gar nicht untersucht, kann natürlich auch sein. Evelyn, kannst du mir vielleicht ein bisschen Munition geben, wenn ich schon mit deinen Viechern hier spielen soll? Ach schade, ich darf eh nicht auf sie zielen. Mann, so schön von hinten in den Kopf geschossen und... Siehst dir an. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Ich will aber keine Familie mit dir sein. Du bist gruselig. Geh in die Schule. Lern was Vernünftiges. Und hör auf, Leute mit Pilzen zu infizieren. Das ist nicht nett. Und pass auf deine Sachen auf. Das kostet alles Geld, Mädel. Mann. Rückspulen nicht vergessen. Okay. Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Okay, jetzt hast du einmal Evie, nicht mehr Evelyn. Maschinengewehrmunition. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Aktuelle Berichte legen ein hohes Risiko nahe, dass Evelyn, sollte sie an ihrem gegenwärtigen Ort verbleiben, von unseren Gegnern gestohlen wird. Ihre Befehle lauten deshalb, Evelyn zur sicheren Verwahrung bis auf Weiteres zu unserer mittelamerikanischen Zweigstelle zu transferieren. Während des Transports sind folgende Anweisungen zu befolgen. Verhalten Sie sich stets wie die Eltern von Evelyn, um Verdächtigungen zu vermeiden. Kontrollieren Sie Evelyns Zustand mit dem bereitgestellten Genomkodex. Sollte die Mission irreversibel scheitern, ist Evelyn zu beseitigen. Ja, das hat ja nicht so geklappt, würde ich mal behaupten. Oh, nett. Ich habe ein Messer und einen schönen großen Ballermann. Na dann. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Wer ist ein dummes Arschgesicht? Ob die überhaupt lang? Na ja, gehen wir einfach mal hier rum. Siehst du denn? Evelyn! Oh, Evelyn! Evelyn, hä? Warte mal. Ah, in dem Raum hin. Okay, ich glaube, ich habe es gecheckt. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Falsche Richtung. Okay, wir rennen mal in die andere Richtung. Ich glaube, ich muss die andere Seite. Evelyn! Komm zu Mami! Ich will ein bisschen Blei spritzen. Tut doch überhaupt nicht weh.
Vertrau mir. Oder lass es, es ist deine Sache. Toll. Und du? Warum kann es nicht einfach mal einfach sein? Warum muss es immer kompliziert werden? Ich geht ihm früh. Ja, nun, da komme ich so auch nicht weiter. Ja gut, was habe ich jetzt gebracht? Nix. Oder vielleicht ist das ein Hinweis auf irgendwas. Das ist hier oben oder oben ein Loch, wo ich reinkrabbeln krabbeln kann. Krabbeln. Ich habe Sprachfehler, lasst mich. Ich sollte erst... Ja. Aber wo denn, Mia? Gib mir doch mal einen Hinweis, verfluchte Axt. Ich weiß doch auch nicht so ganz genau, muss ich mal in der Gegenwart da rein. Guten Tag. Ich bin Mia, ich suche mein Kind. Weil erzieherische Maßnahmen ergreifen. Oh Gott. Was haben wir da Feines? Okay, da kann ich nichts machen, da muss ich später noch was machen. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Und davon haben wir erst einmal nicht so viel, würde ich behaupten. Ha, was haben wir hier drin? Ja gut, es gibt noch eine Tür, die ich untersuchen kann. Die ist da drüben. Wetten, die ist auch zu? Und dann bin ich überfragt. Dann weiß ich noch nicht mehr, wo es weitergeht. Toll. Ja, Freunde, und nun? Der Aufzug geht nicht, ich komme hier nirgendwo weiter. Ich habe da auch nichts einstecken, ich habe Gewebeprobe und das war's. Hm. Mal da wieder rein. Kann ich ja mit dem Messer vielleicht irgendwie diese blöde Pilzpampe da wegballern? Wahrscheinlich nicht, ne? Wäre aber lustig. Ja, die ist da. Ich weiß, wo sie ist, aber wie komme ich denn da hin, wo die ist? Das ist gerade mein großes Problem. Weil die Tür ist zu. Da müsste ich durch, aber die ist von der anderen Seite verschlossen. Ich komme da nicht hin. Ah, oh, doch, ich komme da hin. Geht. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn es so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Sonst werden wir da viel mehr von ihren hässlichen Freunden sehen. Also, Evelyn erschafft diese Viecher, indem sie kotzt. Ja, habe ich das richtig verstanden? Das ist die falsche Richtung? Das ist die richtige Richtung. Toll. Fall um, du Arsch! Ja, winde dich bloß vor Schrecken, du hässliches Mistvieh. Ich schätze mal, es kommt der Aufzug dran, oder? Ja. Mir fast gedacht. Okay. Aufzug, komm her. So. Hässliches Arschloch.
Aufzug! Ah, da kann ich hinfahren. Dann fahr ich halt dahin. Ach, wurscht. Ja, jetzt gucke ich ganz kurz aufs Handy, dass ich wieder angeschrieben wurde. Ach ja, warum eigentlich immer, wenn ich gerade am Aufnehmen bin? Wieso schreibe ich das überhaupt noch irgendwo rein, wenn es eh keinen interessiert? Ich hasse euch! Ihr seid keine guten Gegner, ihr seid hässliche, komische, schwarze Blobviecher. Da waren ja die Gegner aus Resident Evil Revelations noch ein bisschen intelligenter und schöner. Die T-Abyss-Virus-Mutation. Die sahen zwar auch scheiße aus, aber die hat immerhin mehr als nur zwei Varianten. Wow, da komme ich nicht rein, das ist eine super Spezialtür. Ist das jetzt quasi die Laborsektion? Bombe mit Fernzünder. Bombe mit Fernzünder. Das ist eine Waffe. Das ist eine fucking Waffe. Okay. Ach so, die muss ich auf den Boden legen. Und dann? Komm her, Kollege. Kollege. Komm. Ich hab da was Schönes für dich. Guck. Guck's dir an. Boom, Trottel. Mann, bist du dämlich. Na ja, gut, du bist auch hässlich. Ba-ba-ba-ba-ba, Mann, bist du hässlich. So, was ist mit dir, Kollege? Wie siehst du aus? Ah, ich war also gesund, ne? Ja. Evelyn, kannst du mir mal aufhören, von Mami wegzurennen? Mami will doch nur spielen. Und dich was fragen. Warum bist du so? Warum kotzt du überall hin? Nimm doch mal deine Medikamente, Girl. Da muss ich durch. Okay, ich brauche also das Ding dafür. Wo kriege ich das her? Ist das auch wieder so ein Säure, so eine Säuretür, wo ich halt ranballer? Warte mal ganz kurz. Ich bin behindert. Wie ist das passiert? Säure. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch das Schloss aufzuschmelzen. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt's? Schau in unserem Gepäck nach. Target acquired. Müssen wir erstmal unser Gepäck finden. Da. Ratsch! Ruf da! Und jetzt holen wir die Bazooka raus, komm. Gönn mir Bazooka. Okay. Flüssige Chemikalie, toll, was soll ich denn damit? Kann ich eigentlich, ich kann keine Maschinengewehr-Muni machen, ne? Das ist ein bisschen doof, weil ich habe nur ein Maschinengewehr, ich habe keine Pistole. Burn, Baby, burn! So. Oder in dem Fall eher Ads, Baby Ads. Let's Ads. Nicht Let's Fetz, sondern Let's Ads. Ich bin nicht böse. Warte. Wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen. Ich will ein Haus. Und ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie. Ich werde deine Mami sein. Komm nur jetzt sofort mit mir zurück, okay? Genau. Sei ein braves Töchterchen, komm her und nimm deine Medizin. Eine Dosis Gift.
Da ist er doch. Evi, warte! Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir nur Sorgen, wie du Evelyn zurückbekommst. Ja. Das macht Spaß. Jetzt muss ich den Aufzug wieder nehmen oder was? Hier können wir auch rein. Aber ich brauche oben noch eins. Ich könnte hier auch rein mit zwei. Nee, mit einem. Warte, mach doch nicht mehr auf. Da. Vorräte. Bomben. Ja, Mann. Ich mag Bomben. Denn mehr Bomben heißt mehr Bomben heißt mehr Bomben heißt mehr Bomben, nicht wahr? Und Bomben sind schön. Also im Spiel, nicht in der Realität. Stirb. Du hässliche Kackbratze. Ich habe das Gefühl, mit meiner Kampftaktik werde ich hier nicht wirklich erfolgreich sein auf Dauer. Evelyn! Irgendwas sagt mir, ich werde Munitionsprobleme bekommen, wenn ich so weiterspiele. Die drei, okay. Das ist übrigens nicht gut, dass da oben ein Loch ist. Ich weiß, es ist die Notausstiegsluke, aber warum ist die... Die Notfallverriegelung wurde aktiviert. Willst du mich verarschen? Da hinten kann man noch was machen. War das die Richtung? Das ist die andere Richtung. Ja, das war auch noch was, das wir machen können, aber wir haben wir zwei? Wir haben zwei, können wir das sogar machen. Dann können wir das ja sogar machen. Jeps. Ruf da. Oh, Bomben. Sehr schön. Damit sparen wir effektiv Munition. Das ist gut. Ein Meter 50 Abstand, du. Oder mindestens eine Armlänge. Das ist ja unfassbar hier. So. Die andere Tür ist jetzt offen anscheinend. Tschüss! Komm du da ruhig raus aus dem Schlamm, ist mir egal. So. Ist hier jemand? Ich frag für einen Freund. So, nach 3F wollten wir.
Okay. Wo bist du, Kackbratze? Mami ist sauer. Mami hat ihre Tage. Entschuldigung. Evelyn. Was machst du hier? Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab sie so gemeint! Sie Evie. Versucht, die Kontrolle ich zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Gute Nacht. Schlafen Sie wohl. So ist Mia also wahrscheinlich zum Pilzmenschen geworden. Das war dann wohl der Tod von Mia und jetzt ist sie auch ein... Ja, ein Pilzmensch halt, ne? Ich bin jetzt eine von euch. Ich hab schon Knall manchmal, ne? Sagen, wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. So kam das Video also zustande. Okay, interessant. Oh shit, was geht denn jetzt ab? Evelyn? Wir werden für immer zusammen sein. Ist das eine Drohung? Oh Mann. Shit! So ist also das Schiff untergegangen. Oh Mann, oh Mann, au! Platsch. So hat Evelyn das Schiff nicht nur zerstört, sondern wahrscheinlich auch in den Bayou gebracht. Und die Frau, die sie ihre Mutter werden lassen wollte, umgebracht. Erinnerst du dich jetzt? Ja, du hast mich getötet, Bitch. Familie sein, wie nein! Wir? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Kleines, blödes Miststück. Speichern. Ach ja... Ah, die Leiche von dem anderen ist weg. Das ist ja überhaupt nicht beunruhigend. Im Gegenteil, das ist extrem beruhigend. Hier hat die Inhalte mitgenommen.
Zertifikat zu aller Indie-Bass-Nummer, der bestimmt muss vor x-ten Behälter. Was? Lern mal Deutsch. Lern mal Deutsch, Kollege. Aber wo hat die Maschinenpistole jetzt eigentlich liegen gelassen? Die muss doch irgendwo sein. Oh. Ja, toll, danke schön. Oh, Maschinenpistole-Munition. Ich hab keine Maschinenpistole. Ich brauche eine Maschinenpistole. Ja, aber ich hab keine. Er ist wohl kaputt. Das ist jetzt keine Überraschung. Hier war alles voller Wasser, so wie es aussieht. Oh, toll. Okay, wo muss ich jetzt hin? Die Tür mit Ätzmittel öffnen. Ich habe aber kein Ätzmittel. Wo soll ich denn das jetzt herzaubern? Naja, ich finde schon was. Aber dieses kleine Miststück, oder? Dann brauche ich dich nicht mehr. Ja, Mädel, was erwartest du? Du hast hier alle umgebracht. Du hast sogar Mia umgebracht und ein komisches Pilzviech verwandelt. Dass sie dann nicht mehr deine Mutter sein will, ja, nun, ich kann es nachvollziehen. Das ist halt einfach auch nicht nett. Hätte sie ja besser benommen. Das erinnert mich sehr an Resident Evil 5, kurz vorm Wesker-Bosskampf. Das ist, glaube ich, sogar auch 1:1 oder nahezu 1:1 derselbe Aufbau. Was klar ist, weil große Schiffe nun mal ähnlich aufgebaute Brücken haben. Dennoch finde ich es witzig und nettes Easter Egg. Wenn es auch vielleicht nicht so geplant war. Och, gib mir doch mal irgendwas, was ich hier brauchen kann. Schießpulver. Immerhin. So, wo muss ich jetzt lang? Da sieht er. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Ich hätte gerne ein Ätzmittel. Das ist jetzt sehr offen hier gerade, muss ich sagen. Sehr viele Wege, die man gehen kann. Ja, es ist wirklich sehr offen, wie man sieht. Oh, eine Bombe. Eine Bombe. Ich habe La Bomba, sehr gut. Das heißt aber auch, dass wir bald wieder Freunde zum Spielen bekommen. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das nicht der letzte Part wird, sondern dass noch einer kommt hinterher. Captain. Die Captain's Kabine. Oh, Captain, mein Captain. Karte des Schiffs. Dankeschön. Ja, aber, und nu? Ein Kreuzschlüssel. Wofür kann man den Kreuzschlüssel jetzt gebrauchen? Also hier finde ich... Oh, da ist die Maschinenpistole. Gib mir die Maschinenpistole. Ich brauche einen Schlüssel dafür. Wo kriege ich den her, verdammt? Und was mache ich jetzt mit dem Kreuzschlüssel? Wo kommt denn der hin? Hier vielleicht? Nie mit? Beim Aufzug? Auf da! So. Jetzt kann ich hier zumindest runterhüpfen, wenn ich bekloppt genug bin. Ja, mehr kann ich hier auch nicht machen, weil ich komme da unten nicht durch. Und hier ist auch sonst keine Tür, die ich noch nicht benutzt habe. Also kann ich nur nach unten springen. Wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig irre. Ich kann nur nach unten zurück. Weil mit dem Kreuzschlüssel kann ich hier auch nirgendwo irgendwas anfangen auf der Brücke. Die nehme ich mit, die Bombe. Diese ganzen Schränke, wo einfach gar nichts drin ist, ne? Was soll das eigentlich? Gebt mir doch wenigstens irgendwas, womit ich arbeiten kann, ihr Schweine. Wo war jetzt hier der Weg nochmal?
Ach da, ich kam von da. Ich muss hinten runter, okay. Ja, Kreuzschlüssel, Kreuzschlüssel. Wo, was kann ich wo mit dem Kreuzschlüssel wie anstellen? Hui, bam! Erst mit Beine gebrochen. So. Und dann muss ich zurück unten in den Aufzug rein. Ja. Ich muss zu der Treppe zurück. Auf jeden Fall. Und dann wieder nach unten. So, meine lieben Freunde. Nach unten. Ich hoffe, dass ich richtig liege und mit dem Kreuzschlüssel was im Aufzug machen kann. Dass der dann wieder fährt. Damit ich nach 2F komme. Das wäre zumindest sehr schön. Ich habe Munition, ich kann mich wehren. Ich kann euch erschießen. Und ich habe Bomben. Also bleibt von mir weg. Du bist ja schon tot. Ja, dann. Oh, wunderbar, der Aufzug ist hier zugestellt. Frage, was mache ich nu? Mein ganzer schöner Plan ist gerade dahin geflogen. Ich meine, er steht in 2F, das ist mir schon klar, aber ich komme ja nicht ran an den. Ich komme nach 2F nicht rein. Bist du noch? Eine Idee? Aber wenn die nicht zündet, dann bin ich überfragt. Kann ich mit dem Kreuzschlüssel vielleicht hier irgendwas machen? Die Tür ist komplett broken, die geht gar nicht. Wo muss ich denn mit dem Kreuzschlüssel hin, sag mal? Ein vielseitiger Kreuzschlüssel nutze ich für das Lösen von Muttern. Ja, aber wo? Wo kann ich mit dem was machen? Ich habe jetzt hier die Türen alle so weit geklärt, weil hier kein Monster mehr rumläuft. Hier brauche ich ein Dingsbums-Zeugs für. Kann ich auch nichts machen? Oder? Nee, bei der Sicherung. Wo kann ich denn noch überall hin mit mir jetzt? So ohne Probleme. Ich kann zumindest bei den ganzen Quatsch hier so langsam holen. So. Ich halte mich jetzt nicht mehr zurück, weil... Oh, okay. Für uns ist es schon zu spät. Die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich bin halb eingeschlafen. Ach so, das habe ich schon gelesen. Das haben wir schon gemacht. Das soll ich nicht mitnehmen, was mir egal ist. Ja, Leute, wo kann ich denn jetzt mal hingehen für den Kreuzschlüssel? In den Wartungsraum vielleicht? Kann ich da irgendwas machen mit dem Kreuzschlüssel? Eine Mutter losdrehen oder so? Hey, ne? Hier kann ich auch nicht so viel machen im Wartungsraum. Ich kann hier speichern, das kann ich tun, ja, aber... Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Mit dem Kreuzschlüssel. Wir sollen Lösungsmittel finden. Ich wette, wir müssen nach 2F, aber da kommen wir nicht ran. Und von 3F... Oh, warte, vielleicht können wir in 3F was machen. Vielleicht kommen wir von hier irgendwann in den Aufzug ran und können den Aufzug von hier aus steuern. Er ist in 2F. Wir kommen nicht an ihn ran, das weiß ich. Weil die Klappe oben auch nicht auf ist. Ich kann die Klappe nicht öffnen, oder? Doch, kann ich. Dafür brauche ich den. Ah! Dafür brauche ich den. Okay.
Nur warum war die jetzt zu? In der Vergangenheit war die doch offen. Wer hat die verschlossen? Verarschen kann ich mich ganz alleine. Tada! Ich habe ein Messer und ich werde es benutzen! Also vielleicht. Jetzt komme ich nicht rein, wo ich Lösungsmittel. Ich mache mir das mal ganz leicht, okay? Schießpulver. Schade. Kann ich noch mal zum Heilen machen? Nee, auch nicht. Schade. Danke. Okay, das war eine Bombenverschwendung. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Das macht ja nichts, ne? Oh, ein Dietrich. Ich krieg so viel Maschinengewehr-Munition, aber ich hab kein Maschinengewehr. Ich weiß, wo es ist, aber ich weiß nicht, wie ich es krieg. Ich brauch den Schlüssel dafür, aber wo ist der? Ist der hier drin vielleicht? Ja, das Schießpulver, toll. Ich brauch den Schlüssel für den Captain's Room, damit ich das Maschinengewehr kriege. Das nehme ich mit. Lässt sich nicht öffnen. Toll. Da ist bestimmt der Schlüssel drin. Aber ich brauche dafür irgendwas, um da ranzukommen. Und ich weiß nicht, was. Ach ja. Oh, der Raum wäre aufgeräumt. Dann haben wir hier noch. Hast jetzt davon, Heslon. Bleib liegen, Arschloch. Ah, das ist die Treppe, okay. Dann haben wir noch das Gästezimmer unten. Da können wir speichern, da haben wir eine Kiste, okay. Und noch ein Zettelchen haben wir da hinten. Abteilung für... Also, das haben wir schon gelesen. Okay, was haben wir hier noch? Pistolenmuni, sehr gut. Dankeschön. Und hier haben wir noch ein Ätzmittel. Wir haben es gefunden. Wir können zurück nach oben. Okay, Leute, Rückweg ist angesagt. Müssen wir nach oben. Nach 3F zurück. Wir könnten auch noch mal nach unten gehen, theoretisch, ne? Nach 1F. Gucken wir, was es hier so gibt. Wobei, nee, der war mir ja schon. Wir haben ja schon alles durchsucht eigentlich. Es gäbe noch zwar, glaube ich, ein oder zwei Ätzmittelsachen, aber... Ja, braucht man nicht unbedingt. So, da sind wir doch schon wieder beim Raum, wo wir Evelyn hatten, ne? Ich scheiß jetzt mal auf das Maschinengewehr, aber das kriegen wir ja doch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin müsste, um das da den Schlüssel zu finden oder so. Das ist alles ein bisschen weird. Okay.
Ihr seid aber auch ausnehmend hässlich. So, Evelyn. Schluss mit lustig. Wo ist Ethan? Wo ist der Versager? Boah, ist schon eine krasse Szenerie, ne? Ich würde hier nicht unbedingt rumlaufen auf dem Schiff, aber okay. Jeder muss seine. Le Chief. Ich mag ja das Setting aus Revelations aus sehr. Nur die Episodenstruktur ging mir ein bisschen auf den Keks, wenn ich zugehen. Kann ich da rein? Ja. Das war doof. Ich hätte mir das lieber als komplettes, durchgezogenes Spiel gewünscht und nicht als einzelne Episoden. Das war ein sehr merkwürdiger Aufbau. Eine sehr merkwürdige Entscheidung. Ja! Ich geht, du Heslon! Ah, super, ich bin gefangen. Was habe ich überhaupt gefunden? Netzkabel. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss, um weiterzukommen. Ich glaube, hier war nichts mehr. Nee, sieht auch nicht so. Da ist noch eine Tür, wo wir noch gar nicht waren. Egal. Ich habe eine Idee, was wir machen müssen. Ich glaube, das ist eine gute. Yay, die letzte antike Münze, die wir brauchen. Jetzt aber nicht mehr zurückkommen. Sehr gut. So, ich muss nach unten. Dort kann ich das Kabel, glaube ich, einsetzen. So, die Sicherung, die war ja unten. Die holen wir uns jetzt unten schnell. Huiuiuiui, halt ich mal kurz mir. Kann nicht schaden. So. Dann mal schnell die Sicherung einsammeln. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Ach so, es geht die ja nicht mehr auf. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt, verflucht? Ich brauche eine Sicherung noch irgendwo hier, aber wo hier? Geh mal nach 4F hoch, mal gucken, was es da noch so gibt. Gar nichts. Cool. Aber es kann doch hier keine Sicherung mehr geben. Und es gibt ja auch keinen Aufgang nach 2F. Ja, super, den krieg ich doch niemals besiegt. Den Fettsack. Oder krieg ich den platt?
Krieg ich den platt? Was meint ihr? Und wenn ja, was habe ich davon? Gibt's da hinten noch irgendwas? Nicht weiter. Wo ist der denn? Okay, aber hier gibt's nichts für mich. Das ist ein bisschen blöd, Leute. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Die ist drüben. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Ich hab eine Idee. Ich hab vielleicht doch eine Idee. War das hier oder war das in der Vergangenheit, wo wir auf der Brücke oben waren? Ich glaube, das war hier, nicht in der Vergangenheit. Diese andere Tür ist hier auf jeden Fall. Die geht aber gar nicht auf. Okay. Gut, dann haben wir den Kampf gegen den gewonnen und haben unten noch ein Viech, das weiß ich noch. Das bedeutet, wir brauchen eine Sicherung. Aber ich weiß noch nicht so ganz genau, wie wir die herzaubern sollen. Weil wir haben unten die Sicherung, aber wir haben aber keinen anderen Weg nach hier oben, außer das Treppenhaus. Und das Treppenhaus ist verschlossen unten. Der Aufzugsschacht bringt uns auch nichts, weil... Ja, weil wir ja nicht nach 2F hochkommen. Wir bräuchten einen Aufgang nach 2F irgendwo her, aber ich habe keine Ahnung woher. Das ist mein größtes Problem gerade. Also, wenn ich jetzt speichern gehen, Leute, beim nächsten Mal machen wir das hier fertig und dann sehen wir schon, wie es hier weitergeht. Wo war der Speicherpunkt nochmal? War hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Bin ich jetzt ein bisschen belämmert? War doch irgendwo ein Speicherpunkt oder etwa nicht? Da drüben vielleicht. Hier muss es irgendwo einen Speicherpunkt geben auf jeden Fall. Ist hier in diesem Schrank eigentlich irgendwas drin? Ich habe schon mal reingeguckt. Immer diese flüssigen Chemikalien, die ich nicht allzu viel anfangen kann. Ja, okay Leute. Ich sag mal vielen Dank fürs dabei sein. Ich speichere hier und beim nächsten Mal... finden wir hoffentlich eine Lösung für das ganze Dilemma hier. Also ein bisschen überfragt bin ich gerade nämlich schon. Ich überlege die ganze Zeit, wo kann man noch nach 2F hochkommen. Weil wir brauchen die Sicherung von unten. Und diese Viecher spawnen da ja auch nicht umsonst. Also wie kommen wir dann wieder nach oben? Das ist die spannende Frage, die es zu klären gilt im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich sehr, freuen den Kanal sehr helfen. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal. Euer Schraubsel. Ciao.